Also für mich macht Wien lebenswert, weil wir alle Möglichkeiten haben. Wir haben einige Flüsse, die durch Wien laufen. Wir haben sehr viele Grünanlagen. Wir haben den Wiener Prater und auch den Stadtpark. Kulinarisch sind wir auch sehr weit geschritten. Das macht für mich Wien lebenswert. Die Wiener Linien nutzen 4 MTU-Notstromaggregate. 3 der 956er Motoren der 20V sind direkt bei U-Bahn-Stationen, also Schottenring, Praterstern und Karlsplatz. Einer der Motoren ist auf einem Betriebsgelände, Wasserleitungswiese, das ist ein neuer mit 16V. Und ein weiterer 16V wird jetzt wieder bei einer U-Bahn-Linie Neulaa geliefert. Die Wiener U-Bahn besteht derzeit aus der U1, U2, U3, U4 und U6. U5 ist in Planung und wird gebaut. Die Wiener U-Bahn wird betrieben von den Wiener Linien. Dazu gehört neben der U-Bahn auch das Straßenbahnnetz, das Busnetz. Die Wiener Linien selber beschäftigen derzeit ca. 8000 Mitarbeiter und sind Teil von den Wiener Stadtwerken. Die U-Bahn ist ein wesentliches Verkehrsmittel der Stadt. Stetig steigende Zahl an Fahrgästen. Wir haben 1,5 Millionen Fahrgäste pro Tag. Also es ist eines der beliebtesten Verkehrsmittel in der Stadt Wien. Ich fahre jeden Tag mit der U-Bahn zur Arbeit, fahre jetzt gerade auf Dienstreise zum Hauptbahnhof und bin froh, dass die U-Bahn-Anbindung hier in Wien so super funktioniert. Wenn der Strom ausfällt, würden unsere Notstromaggregate sofort anlaufen. Sie würden die Notstromversorgung bei der U-Bahn übernehmen. Das bedeutet, die Lichtanlagen würden weiter in Betrieb sein. Wir könnten sicher und geordnet die Fahrgäste evakuieren und dann die Stationen geordnet schließen, um so dass es zu keinen bedrohlichen Vorfällen kommt. Mein Name ist Lukas Seidak. Ich arbeite beim Firma Crown Drive System in Wien. Ich warte die Motoren. Die Größe von den 956er, beeindruckend. Natürlich das ganze Luftstartersystem, was da gebaut wird für Schnellstartanlage. Dieser Motor startet innerhalb von unter 10 Sekunden. Für mich ist das Besondere an der Wiener U-Bahn erstens einmal Sauberkeit. Ich denke, dass wir ein verlässliches U-Bahn-Netz haben. Das bedeutet, dass man schnell und rasch durch die Stadt kommt.